Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es nochmal um ND-Verlaufsfilter. Ich hatte ja vor kurzem schon mal ein Video dazu rausgebracht und erklärt, wie ich solche Verlaufsfilter in der Landschaftsfotografie nutze. Jetzt haben einige von euch mir nach dem Video geschrieben und haben gesagt, ja, so ein Verlaufsfilter, der ist natürlich ganz nett, aber den gleichen Effekt, den du mit diesem Verlaufsfilter erzielst, den kann ich natürlich in der Software, wie zum Beispiel in Lightroom, auch erzielen. Und zwar, wenn ich ein RAW-Foto mache. Ob das jetzt wirklich so ist, ob Lightroom den gleichen Effekt erzielen kann wie mein ND-Verlaufsfilter hier, das zeige ich euch im Video. Ob jetzt Lightroom den gleichen Effekt wie mein Verlaufsfilter erzielen kann, das können wir ja natürlich ganz einfach testen, indem wir mal zwei identische Fotos machen. Das heißt, meine Kamera habe ich jetzt hier im manuellen Modus. Ich habe ein ISO 100 eingestellt, eine Blende 8 und habe eine Verschlusszeit von einer 125. Sekunde. Das heißt, ich mache jetzt mit diesen Einstellungen zwei identische Fotos. Einmal mit ND-Verlaufsfilter und danach einmal ohne. Das erste machen wir jetzt mit Verlaufsfilter. Ich habe hier vorne den Bereich mit den Pflanzen hier anfokussiert, mit dem Raps, mit den ersten gelben Rapsblüten, die hier schon zu sehen sind. Und da machen wir jetzt schon mal das erste Foto. 2 Sekunden Vorauslösung. Und dann habe ich hier mein erstes Foto. Ich sehe schon auch am Histogramm, die Belichtung ist super. Das heißt, ich habe keine ausgebrannten Stellen im Foto. Das sieht schon sehr gut aus. Als zweites machen wir jetzt noch mal ein Foto ohne den Verlaufsfilter. Die Einstellungen an der Kamera bleiben gleich. Es bleibt beim ISO 100, Blende 8 und eine Verschlusszeit von einer 125. Sekunde. Wenn ich jetzt allerdings auf mein Bild und auch schon auf mein Histogramm hier gucke, dann sehe ich schon, dass der Ausschlag am Histogramm rechts ziemlich hoch ist. Das deutet schon immer auf ausgebrannte Stellen hin, die einfach überbelichtet sind. Aber wir machen jetzt hier das zweite Foto und beide schauen wir uns danach mal in Lightroom an. Ich mache jetzt das gleiche Foto, Fokus sitzt auf der gleichen Stelle. Und jetzt nehmen wir mal beide Fotos und gehen damit in Lightroom und schauen mal, ob Lightroom hier wirklich das gleiche leisten kann wie mein Verlaufsfilter. So, da sind wir auch schon in Lightroom und ich habe beide Fotos nochmal hier in Lightroom mir geladen. Und zwar habe ich sie beide einmal als JPEG-Version und danach beide als RAW-Version mal hier in Lightroom geladen. Und das gucken wir uns mal an. Als erstes haben wir hier vorne die beiden JPEG-Dateien, seht ihr hier oben, haben auch genau die gleichen Aufnahmeeinstellungen, also ein ISO 100. Dann haben wir 35 mm, eine Blende 8 und eine 125. Sekunde Verschlusszeit. Das heißt, wir schauen uns als allererstes mal das JPEG an. Hier im JPEG sehen wir schon, ohne ND-Filter, ND-Verlaufsfilter ist der Himmel doch recht ausgebrannt. Bei dem normalen JPEG finde ich es ein bisschen dunkel, es hängt aber mit der Belichtungsmessung zusammen, denn ich habe die Einstellung hier extra nicht geändert, um euch das mal zu zeigen. Da der Himmel hier dunkler ist, hat die Kamera natürlich ein bisschen dunkler belichtet und auf dem zweiten Foto haben wir natürlich den sehr hellen Himmel. Das heißt, die Kamera hat in der Belichtungsmessung hier das komplette Bild etwas heller gestaltet. Das JPEG, das würde ich hier schon mal so lassen, da können wir ein bisschen nacharbeiten oder wir können es ja einmal mal fix überarbeiten, können wir mal schauen. Also ich würde jetzt hier zum Beispiel, setzen wir die Belichtung und die Tiefen ein bisschen hoch, dann würde ich ein paar Lichter noch rausnehmen, dann können wir hier oben mehr Details rausarbeiten. Weiß würde ich vielleicht auch ein bisschen rausnehmen, klein bisschen mehr Kontraste und dann Dynamik und Sättigung etwas hochgehen, dann das Blaue natürlich ein bisschen mehr betonen. Das heißt, wir gehen hier mit dem Blau der Sättigung noch etwas nach oben und dann sieht das schon mal ziemlich gut aus. Wenn wir jetzt diese Einstellungen einfach mal übernehmen, das machen wir mal, und auf unser zweites JPEG hier einfügen, dann seht ihr, dann ist unser Bild natürlich überbelichtet. Also die Einstellung können wir schon mal nicht übernehmen. Das heißt, wir machen das mal rückgängig und versuchen jetzt mal das zweite JPEG ohne den ND-Verlaufsfilter entsprechend anzupassen. Hier nochmal, erstes JPEG, schöne Farben, schöner Himmel, gute Details zu erkennen und hier das zweite JPEG dann ohne den ND-Verlaufsfilter. Und hier gucken wir mal, dass wir das mal ein bisschen nachbearbeitet kriegen, was da möglich ist. Auch hier nehmen wir die Lichter raus und dann seht ihr schon, so richtig Details werden da nicht erkennbar. Gehen mit dem Kontrast ein bisschen hoch, vielleicht mit der Belichtung ein bisschen runter. Tiefen hellen wir auch hier ein bisschen auf, das ist der vordere Bereich. Weiß nehmen wir hier auch ein bisschen weg. Aber da sehen wir hier auf jeden Fall, dass hier ausgebrannte Stellen sind. Aber das schauen wir gleich nochmal. Dann gehen wir auch hier mit der Dynamik ein bisschen hoch, dass wir ein bisschen kräftigere Farben kriegen.
Und den Blauton können wir hier auch ein bisschen mehr, bisschen kräftiger machen im Himmel. Genau. So, jetzt haben wir aber hier das Problem. Seht ihr schon? Links mit Filter, rechts ohne Filter. Dass hier der Bereich gerade hier oben, der ist einfach ausgebrannt. Jetzt könnten wir eins probieren. Wir fügen mal nachträglich hier einen Verlaufsfilter ein. Und das machen wir mal. Markieren wir uns mal den Bereich hier oben. Machen wir den Übergang nicht ganz so viel. Ziehen wir es mal weiter runter. Und dann seht ihr schon, ja, Verlaufsfilter ja, aber da ist echt nichts rauszuholen, weil die Stellen sind wirklich ausgebrannt. Das ist wirklich das Problem. Auch wenn wir hier die Einstellung ein bisschen zurücksetzen, da kriegen wir nicht so richtig, nein, selbst wenn wir die Lichter rausnehmen, oder auch weiß rausnehmen hier oben. Also es bleibt ausgebrannt. Beim JPEG können wir da leider nichts mehr rausholen. Das Bild ist quasi verloren ohne den ND-Verlaufsfilter. Also wenn ihr im JPEG fotografiert, seht ihr hier den Unterschied. Dann haben wir hier ein echtes Problem. Hier unten, das funktioniert, aber den Bereich im Himmel, da bekommt ihr keine Details raus. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal im RAW-Format an. Und zwar haben wir hier ja das RAW-Format auch mit Filter. Wie gesagt, ist ein bisschen dunkler. Da machen wir jetzt Folgendes. Das bearbeiten wir jetzt auch erstmal einmal. Auch hier würde ich mit der Belichtung ein bisschen hochgehen. Kontraste, Lichter ein bisschen rausnehmen. Tiefen ein bisschen aufhellen. Das heißt, der Bereich hier vorne mit den Blumen wird dann ein bisschen heller. Weiß noch ein bisschen rausnehmen. Und dann gehen wir auch hier mit der Dynamik und mit der Sättigung ein bisschen hoch. Und auch hier würde ich den Bereich im Himmel, das Blau, würde ich die Sättigung hier auch noch mal ein bisschen hochnehmen. So, das würde ich dann eigentlich schon so lassen. Und auch hier können wir mal probieren, die Einstellungen zu kopieren. Gehen wir auf unser Foto ohne den ND-Verlaufsfilter, auf unser RAW-Foto und dann fügen wir mal das ein und dann seht ihr schon, völlig überbelichtet. Können wir also hier auch nicht nehmen. Es ist noch viel zu hell. Das heißt, hier gehen wir auch mal weiter zurück wieder und versuchen das Ganze jetzt mal manuell vernünftig zu belichten. Mit der Belichtung, ja, könnte man ein bisschen runtergehen, aber dann ist der Bereich vorne sehr, sehr dunkel. Wir versuchen das erstmal ein bisschen aufzuhellen, gehen mit den Tiefen ein bisschen hoch. Die Lichter müssen wir rausnehmen, damit wir die Details hier oben ein bisschen besser bekommen. Und weiß gehen wir auch wieder ein bisschen runter. Aber ihr seht auch schon hier den Unterschied. Es ist doch schon sehr, sehr hell hier in dem Bereich. Dann gehen wir mit der Dynamik ein bisschen hoch und mit der Farbe auch. Und dann vielleicht doch mit der Belichtung, dass wir es ein bisschen heller kriegen. Okay, Blau, Himmel, dann gehen wir auch ein bisschen hoch, dass wir die Sättigung ein bisschen mehr kriegen in dem Bereich. Und dann würde ich auch das schon fast so lassen. Und jetzt kann man natürlich das probieren, wo hier der genaue Vergleich ist zwischen dem ND-Verlaufsfilter, den ich in diesem Foto ja angewendet habe beim Fotografieren. Und hier können wir diesen quasi simulieren in Lightroom mit dem Verlaufsfilter. Und dafür setzen wir uns diesen mal hier. Den Übergang machen wir nicht so groß und ziehen uns den jetzt mal hier runter. So, und jetzt versuchen wir mal mit den Lichtern hier auch noch mal ein bisschen zu spielen. Wir setzen das mal hier alles auf 0. Und jetzt gucken wir mal, wir haben jetzt nur diesen oberen Bereich hier maskiert. Jetzt gucken wir mal, was wir da noch rausholen können. Mit der Belichtung könnten wir ein bisschen runtergehen, aber viel ändert das nicht. Wenn wir jetzt die Lichter hier auch ganz rausnehmen, dann seht ihr trotzdem, dass der Bereich bleibt einfach, es bleibt zu hell. Es ist einfach zu viel Licht hier. So. Weiß, wenn wir es runternehmen, geht auch die Struktur verloren und das eigentliche Bild. Tja, so richtig will es nichts werden. Also es ist schon okay, natürlich, im Gegensatz zu unserem, geh hier nochmal rauf, auf das JPEG, was wir hier haben. Auch ohne Verlaufsfilter. Und jetzt haben wir hier unsere RAW-Datei. Dann sind in dem Bereich schon ein bisschen mehr Details erkennbar. Das seht ihr hier. Wir gehen nochmal zurück. Das ist hier völlig ausgebrannt, unser JPEG. Hier oben auch. Da ist nichts rauszuholen. Und hier mit dem Verlaufsfilter, den wir nachträglich eingefügt haben, geht es schon ein bisschen besser. Wir können vielleicht mit der Belichtung noch ein bisschen runtergehen. Aber viel ist uns hier nicht geholfen. Also wir kommen definitiv auch nicht auf das Ergebnis, was wir in der RAW-Datei mit Verlaufsfilter hier bekommen haben. Denn hier haben wir wirklich richtig schöne Details und die sind hier einfach weg. Das seht ihr. Es ist das gleiche Foto, nur halt ohne den ND-Verlaufsfilter. Also selbst mit Maske nachträglich in Lightroom
ist hier nicht das rauszuholen, was ich vor Ort mit dem ND-Verlaufsfilter schaffe und schon gar nicht, wenn ich nur ein JPEG fotografiere. Hier nochmal das JPEG, JPEG mit ND-Verlaufsfilter und hier das JPEG ohne Filter. Da haben wir hier in dem Bereich, das ist wirklich restlos ausgebrannt, da sind auch keine Informationen mehr drin. Das Ganze im RAW-Format, hier nochmal auch aufgenommen mit ND-Verlaufsfilter und hier nochmal ohne ND-Verlaufsfilter. Auch hier selbst nachträglich mit einer entsprechenden Maske und mit einer Bearbeitung. Ihr seht, der Bereich hier ist maskiert. Das habe ich jetzt nachbearbeitet. Habe ich es nicht geschafft, die Details rauszuholen in Lightroom, die ich beim Fotografieren direkt mit dem ND-Filter rausgeholt habe. Ihr seht also, in meinem Fall, bei diesem Beispiel, kann Lightroom nicht das Gleiche leisten wie mein Verlaufsfilter. Denn in dem Foto ohne den Verlaufsfilter mit den gleichen Einstellungen sind einfach zu viele Bereiche im Himmel oben schon ausgebrannt. Ausgebrannt, für alle, die damit noch nicht so richtig was anfangen können, heißt es, wenn in einem Foto ich Bereiche in einem Foto habe, in denen es einfach keine Bildinformationen mehr gibt. Das heißt, die sind dann ausgebrannt und da kann ich auch mit Lightroom keine Informationen, also keine Bildinformationen mehr hinzaubern. Egal wie toll da die Software ist ausgebrannt. Das heißt also, in meinem Beispiel hat es nicht funktioniert. Da kann ich mit Lightroom nicht meinen Verlaufsfilter ersetzen. Vielleicht nutzt ihr ja auch zur Fotografie, zur Landschaftsfotografie solche Verlaufsfilter. Dann lasst mir doch gerne mal dazu einen Kommentar da. Welche Verlaufsfilter nutzt ihr gerne? Oder ihr sagt, nee, ich mache das genauso wie dein User oder mehrere, die mir ja geschrieben haben. Ich nutze dafür lieber eine Software-Variante wie zum Beispiel Lightroom. Für mich in jedem Fall hat die ganze Sache wieder gezeigt, dass eigentlich hier nichts in der Landschaftsfotografie über so einen Verlaufsfilter geht, da ich einfach hier viel mehr Informationen safe auf meinem Foto habe und ich habe eine durchgehend bessere Belichtung natürlich sofort vom Start an und muss da nicht noch viel in Lightroom rumpuzzeln. Vielleicht seht ihr es aber ganz anders, dann lasst mir dazu gerne einen Kommentar da. Wenn euch das Video ansonsten gefallen hat, dann lasst mir gerne fürs Video einen Daumen hoch da und wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.